Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Okay, Katus durfte scheinbar einfach mal ein bisschen weiter draußen stehen als der normale Mensch. Heute kommt meine erste Folge Pocket Picks. Das ist eine Sache, die mir eingefallen ist, als ich das Brand-Video aufgenommen habe und was bei euch auch auf reges Interesse in den Kommentaren getroffen ist, nämlich einfach Champions vorzustellen, die aus meiner Sicht, sage ich mal, nicht unbedingt Gigameter sind, allerdings immer recht relevant sind. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie eine schlechte Diana gesehen habe. Ich weiß nicht, ob nur mir das so vorkommt, aber es ist tatsächlich so, dass Diana in den allermeisten Fällen von Leuten gespielt wird, die ziemlich genau wissen, was sie machen müssen. Und dementsprechend der Champion eigentlich immer ziemlich gut aussieht. Und ich werde mit euch ein bisschen darüber reden, warum Pocket Picks interessant sind, werde euch einzelne vorstellen, eben in diesem Fall hier Diana. Brand könnte man theoretisch auch schon dazu zählen, weil er für mich ja halt eben genau einer dieser Pocket Picks ist. Sei Dank, ne? Wenn er mich da interrupted hätte, wäre es ein kleiner Titter gewesen. Nummer 1, wir müssen natürlich jetzt einmal erklären, warum sind Pocket Picks überhaupt relevant für uns? Naja, Pocket Picks sind Picks, die nicht direkt Meta sind. Meta ist im Endeffekt das, was die Bezeichnung dafür, dass etwas straight up besser ist als etwas anderes. Also zum Beispiel, wenn wir an Supporter denken, sagen wir, Ludo und Jenna sind relevant. Jenna ist allerdings deutlich stärker als Ludo, dann wird Jenna Meta sein und Ludo wäre im Zweifelsfall der Pocket Pick. Was dabei allerdings interessant ist quasi, ist, dass aus meiner Sicht diese Pocket Picks oftmals deutlich weniger bekannt sind und deswegen das Counterplay auch deutlich weniger bekannt ist. Also zum Beispiel gegen den Diana zu spielen, ist, naja, es ist teilweise obvious, ne? Du willst von diesem Q nicht getroffen werden, aber es sind so ein paar Dinge, wo du merkst, hey, das ist deutlich schwerer. Zum Beispiel bei Cho'Gath Midlane. Ich habe bei Cho'Gath immer das Gefühl, wenn der Gegner alles richtig machen würde, würde ich niemals gut sein. Aber Gegner machen das nicht. Oder ich kann sie noch nicht verüben, weil es ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Man muss komplett anders spielen als sonst. Und genau so war zum Beispiel auch Brand einer dieser Picks. Sind Pocket Picks deswegen also eine gute Option? Ich würde sagen schon. Meistens ist es allerdings so, dass man Pocket Picks fast one-tricken sollte, weil worauf sie sich ja im großen Teil beruhen, ist, dass man in der Lage ist, Trades besser einzuschätzen als der Gegner, weil man den Champion öfter spielt und weil der Gegner keine Ahnung von den Champion hast. Wenn du jetzt auch keine Ahnung von den Champion hast, ja, guess what, ne, dann wird das nicht so unbedingt der tollste Unterfangen. Das tollste Unterfangen ist die Lane ja auch nicht. Es ist eine Vladimir Lane, sehr viel Sustain, also ich hätte mich hier für Teleport entscheiden sollen, wenn ich Spaß hätte haben wollen. So werde ich das immer wieder forcen müssen, wenn ich Push haben will. Das heißt, ich muss hier zu den jungen Mann ranlaufen, die Wave mit dem W annehmen, dadurch dann quasi die Tankiness aufbauen. Ich muss ihn eigentlich auch permanent mit dem Q poken, aber das ist sehr schwer, weil, wie gesagt, der hat mehr Sustain, als ich Mana haben werde. Ich hätte für den E auf Level 3 gehen können, weil er doch immer wieder in mein Gesicht geht. Ruhen, einmal kurz erklärt, Electrocute, danach bin ich für Mana Flow Band und Scorch gegangen, weil ich ein bisschen mehr Hoffnung hatte, dass hier die Early Lane Ticken angenehmer laufen könnte, als sie tatsächlich läuft. Also ich kann hier dann doch relativ wenig machen. Den Electrocute Proc sollte ich hier niemals abbekommen. Genauso wie diesen Hit. Lauf jetzt mal zu meinem Jungler hin, um da ein bisschen Präsenz, für ein bisschen Präsenz zu sorgen. Was bei Diana recht witzig ist, ist, dass der Champion gar nicht darauf ausgelegt ist, in der Lane gut zu sein. Diana ist aus meiner Sicht ein Champion, der maßgeblich dafür da ist, um rund um Level 6 an sehr gut zu funktionieren. Diana hat ein insane dummes All-In-Potenzial. Deswegen spiele ich auch mit Electrocute. Man kann das auch mit, ich habe Conqueror gesehen, aber ich glaube, Leave the Tempo wäre tatsächlich ja die interessantere Variante. Ich flash das hier sogar. Super ärgerlich. Ich weiß genau, dass er kommt, stehe aber zu weit vorne. Unkonzentriert, kostet mich mein Flash. Wenn ich jetzt Teleport hätte, wäre das deutlich weniger schlimm. Dadurch, dass ich die Trades jetzt noch weniger nehmen kann, wird Vlad mich noch mehr outsustain, was ein extremes Problem darstellt, weil ich in dieser Lane dann quasi nie wieder aggressiv spielen kann. Wir werden das darüber lösen, dass wir einen Slow-Push versuchen zu organisieren, der eben genau uns ermöglicht, einen Recall zu nehmen, damit wir rund um Level 6 wieder voll angreifen können. Wir treffen ja den Vladimir auch recht konsequent mit den Qs. Wenn es ein anderer Champion wäre, würde ihn das natürlich deutlich mehr jucken. So drückt er einen Q und ist wieder voll. Ist das schön. Bisschen anstrengend hier natürlich. Aber auch kein großes Problem. Schlecht eingesetzter W. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Das ist mana-mäßig eine Problematik. Aftershock wäre übrigens auf Diana auch interessant gewesen. Ist allerdings mittlerweile, wie ihr wisst, natürlich deutlich genervt. Das heißt, das ist keine Option mehr. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wenn er mich jetzt auch noch mit dem Q trifft, dann ist hier langsam Land unter. Wir machen das eigentlich ganz gut gerade. Das heißt, wir haben tatsächlich die etwas besseren Trades für uns entschieden. Das heißt, der Vladimir kann sich gerade nicht so super viel sustain. Jetzt ist die Phase, wo wir den Slow-Push aufbauen wollen. Wir müssen aber gleichzeitig natürlich wieder sein Q-Spell respektieren. Das heißt, wir laufen jetzt mit dem W in die Wave und versuchen einfach konsequent die Wave zu pushen, auch auf Kosten unseres Lebens. Also, wir wollen nicht komplett sterben, aber wir wollen pushen.
um dann eben recoilen zu können. Das Ganze läuft allerdings so, dass ich tatsächlich sterbe. Please kill me. Super anstrengend. Wofür wir hier gehen, ist eine komplette All-In-Variante. In einer normaleren Lane, die nicht Vladimir heißt, würden wir hier eben versuchen, für andere Items zu gehen. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist die Variante für den Spellbinder zu gehen. Was man hier sieht, ist natürlich, dass ich jetzt irgendwie zurückfalle. Super ärgerlich, sollte nicht passieren. Es ist allerdings trotzdem eine Aufnahme, die ich auf jeden Fall nehmen werde, weil genau das ja auch so eine Sache ist, wo Pocket Picks überraschen können. Es ist nicht unbedingt, dass jede Diana, die ich sehe, die Lane stompt, sondern dass Leute trotzdem mit den Level 6 All-In nicht umgehen können. Und genau das würde ich euch hier präsentieren. Deswegen tut es hier der Aufnahme keinen Abbruch, dass ich Early Inte, wenn gleich die Art des Ints dann doch ein kleiner Täter war. Gerade weil natürlich jetzt auch wieder viele Mains oder eben genau diese Pocket Picks Abuser dieses Video gucken und dann natürlich in den Kommentaren auch schon wieder komplett on fire sein werden. Also, verzeiht's mir, Leute, ne? Macht keine große Nummer draus, während ich mich jetzt hier auf den Weg mache, um Toplane einmal vorbeizuschauen. Wenn ich meinen Flash vorher nicht gewastet hätte, hätte ich es übrigens überlebt, aber, ne? Dies, das, jenes. Was wir jetzt machen, ist, wir nutzen den E auf die Krabbe, um die Resistenzen zu nehmen. Können hier bei der Krabbe auch relativ viel Mana investieren, was daran liegt, dass hier daneben eine Honeyfood ist und wir eh natürlich Mana wiederbekommen von der Krabbe an sich. Und jetzt ist eben genau die Situation, dass wir sehr, sehr ähnliche Items haben wie der Vladimir, mit dem Unterschied, dass er natürlich einfach deutlich ahead ist. Das heißt, er hat 700 Gold mehr an sein Item-Bit investiert als wir. Wir haben allerdings jetzt unser Level 6 erreicht, haben damit unseren Power-Spike als Diana. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen die Wave hier vorne halten, damit wir in dem All-In eine möglichst lange Lane vorfinden. Das heißt, wir wollen in der Lage sein, den Vladimir im Zweifelsfall auch zu chasen. Worauf die Trades jetzt hinauslaufen, ist genau diese Combo. Wir springen da rein, er All-Int uns und das tut natürlich ordentlich weh. Ist okay. Es war jetzt ein ultimatives All-In, das heißt, er hat jetzt seine Ultimate gezogen. Wir haben unsere Ultimate natürlich weiterhin zur Verfügung. Die Ult von Diana hat einen super geringen Cooldown. Dementsprechend ist sie halt eben für genau solche kurzen Trades immer wieder machbar. Dass der Vladimir da versucht, gegen zu traden mit seiner Ultimate, ist auch verständlich, weil er will immer ein komplettes All-In, während wir nur so ein halbes wollen. Wir wollen diesen dritten Hit übrigens möglichst oft in die Fights mitnehmen. Hier ist das jetzt gerade nicht machbar. Ist kein Drama. Ist allerdings natürlich nochmal ein Vorteil, wenn es uns gelingt. Hier jetzt den Pool gezogen, absolut in Ordnung. Sein Q wird, also sein Empowered Q, wird auch noch auslaufen. Und wir können uns jetzt einen Kill unterm Turret gönnen, wenn wir wollen. Das ist allerdings ein bisschen greedy. Können den Vladimir dadurch wegzonen und haben halt genau diese Stärke, die wir eben angesprochen haben. Dieses absurde Level 6 All-In, was kaum jemand einschätzen kann. Das ist ein Täter für die Enemy Botlane, die da einfach mal von dem AFK-Jungler abgeholt wurde. Ja, und Vladimir muss jetzt in die Base. Und das ist ja ein Beispiel, wo ich quasi im Early Game geintet habe. Aber dieses Level 6 All-In von Diana ist deswegen so dumm, weil du es ja immer wieder machen kannst. Ich hätte ihm sogar noch einmal hinterher greenen können, habe mich nur dagegen entschieden, weil ich nicht nochmal inten wollte. Und dann wird es langsam echt schwer, Leuten zu erklären, dass ich mein Geld mit League of Legends verdiene. Aber das ist genau die Stärke, die Diana hat. Du hast mit der Ultimate Möglichkeiten, die sonst kaum jemand hat, weil du halt eben ein All-In hast, was du mehr als einmal hast. All-In bedeutet ja normalerweise alles rein. Aber warte mal, ist hier der Jungler? Nee. Als zweites Maxpoint übrigens den W. Was ihr auch als Inspiration Tree noch nehmen könnt, hier ist übrigens das hier, geht für Inspiration, geht für Cookies und geht für die Free Boots. Ich bin eigentlich der Riesenfan von, aber man kann das durchaus machen. Ha! Okay. Da hat sich gerade mein Google geöffnet. Gehe für ein Protobait-Bild. Ich finde persönlich, wie gesagt, die AP-Variante an sich ein bisschen netter, also mit dem Okkult-Speicher, weil man halt eben darüber nochmal dieses Mini-Humus-Effekt hat. Das heißt, du zündest das, kriegst Attack-Speed, ist sehr, sehr nice. Gleichzeitig hast du natürlich für den Burst auch nochmal mehr Möglichkeiten. Ich glaube allerdings, dass in so einer Lane wie gegen Vladimir mir der Protobait mehr Möglichkeiten gibt. Gefahr dabei allerdings, Protobait kann natürlich jetzt auch wieder von Vladimir gepoolt werden und dann ist das Ganze natürlich überhaupt nicht effektiv. Was wir jetzt machen wollen, ist wieder diese ganz, ganz kleinen Trades nehmen. Das heißt, wir wollen uns darauf verlassen, dass der Vladimir immer wieder das große All-In suchen muss, wenn er versucht, mit uns zu traden und dass all die kleinen Trades an uns gehen. Kleine Trades bedeutet immer Q, Ult, Q im Best Case. Wir haben übrigens eben keinen Kill bekommen natürlich, aber wir haben zwei Turret Platings bekommen, was einen sehr, sehr ähnlichen Effekt hat. Ich muss jetzt gucken, ob ich den K6 vielleicht hier abpassen kann. Weiß nicht, ob der wirklich für den Weg geht. Muss er eigentlich nicht. Macht er auch nicht. Das heißt, ich stelle da mein... Ah, er hat mich sogar gesehen. Ja, und jetzt ist es halt wieder soweit, dass...
Ah, die Ultimate von Katos, hatte ich gehofft, würde vielleicht sogar den Pool ziehen, was natürlich insane wäre. Bei diesen Trades müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht in den empowerten Q von Vladimir reintraden, weil der macht natürlich ganz schön Aua Bubu. Kann den Fight jetzt hier turn. Und dadurch den Kill forcen. Genau das ist ja eins dieser Beispiele, wo man halt eben sieht, hey, die Gegner wissen nicht genau, wie man dagegen spielt. Oh, ärgerlich, wenn ich da einen Ticken mehr Damage habe. Das ist ja das Ding. So, Diana-Damage ist unglaublich unberechenbar für alle, die diesen Champion nicht ein paar Mal gespielt haben. Gerade deswegen ist es auch immer wieder sehr empfehlenswert, solche Champions gelegentlich auch mal zu spielen. Wenn ihr Probleme gegen einen Champion habt wie diesen, dann müsst ihr ihn öfter zocken. Ich glaube übrigens im Nachhinein, dass es hier machbar gewesen wäre. Wait, die sind unten schon durch? Okay, hands down. Ich habe 5-0 Jungler. Oh, okay, das Game is actually won. Das ist ja absurd. Aber das ist quasi genau die Stärke. Aber, also ich meine, wir haben jetzt den Midlane-Turm bei Minute 11. Ah, schöne Zona ult. But doesn't matter, right? Oh, interessanter Flash. Alter, der Kha'Zix hat auch keine Lust mehr. Ja gut. Nö, also ich meine, muss man natürlich als Gegnerteam jetzt nicht unbedingt so machen. Kann man aber. Hallo. da bin ich einfach mal um die Ecke gekommen. Mit dem Protobelt eben rein, damit ich nicht meine Ultimate blind ziehen muss. Dann geht die auf den Cooldown. Den Cooldown wollen wir uns halt hier eben ersparen. Der Pick, wo der da drin ist, den können wir jederzeit clearen. Den müssen wir nicht jetzt clearen. Prinzipiell ist jetzt die Situation, dass der Midlane-Turm weg ist. Sehr, sehr früh, was nicht unbedingt nur ein Vorteil ist. Oh, schlechter Q von mir. Ihr wollt natürlich dadurch, dass der Q so merkwürdig fliegt, immer leicht von unten schießen, um möglichst alle Minions zu treffen. Hat Jenna den Ward jetzt hier geklärt gehabt? Ich habe nicht aufgepasst. Nee, hat sie nicht. Dadurch kläre ich den hier natürlich in der Szene. Und was wir jetzt machen, ist quasi, wir spielen unsere Stärke 1 gegen 1 aus, um immer wieder... Ah, ich glaube, wenn die da nicht zeigt, dass wir da Vision haben, ist das deutlich besser. Währenddessen ist Jinx jetzt gestorben. Wenn ich da ein bisschen schneller bin und sofort zur Botlane gucke und ich gucke, ob ich für den Kha'Zix noch green kann, dann läuft das deutlich besser. Ja. Soll ich nicht nein zu, ne? Machen wir den mal fix. Auch hier wieder natürlich immer die Ultimate so verwenden, dass wir sie nochmal zur Verfügung haben. Musste jetzt das Ganze hier leider nicht machen, aber ich wollte jetzt nicht einen Red-Buff an die Zona verlieren. Ich glaube, ich hätte die Zona einfach killen können. Ich habe keine Ult, das heißt, ich bin keine Gefahr bei Vladimir. Meine Hoffnung ist, dass ich ihn oben rausforce und da die Lane freezen kann. Das funktioniert ja auch. Keine Ultimate. Abend jetzt auch schon fertig. Jinx kommt allerdings, das heißt, ich will diesen Slow jetzt nicht so lange aufbewahren. Upsi. Wollte eigentlich den W drücken. Das liegt einfach daran, dass das ADC ist dazu neigen, so einen Freeze da gerne mal instant aufzulösen. Inferno in 25 Sekunden ist free, Kha'Zix ist top. Ich laufe zur Botlane. Ich versuche die Kaiser einfach abzuholen. Eine Sache, die ihr mal machen könnt, ist die hier. Dadurch seid ihr viel, viel schneller auf der Lane als Gegner erwarten können. Muss ja nicht mal zweimal ulten, dadurch habe ich die Ultimate noch zur Verfügung. Das sind so diese kleinen Dinge, wo ich halt auch wieder das Gefühl habe, wenn du weißt, also wenn du Diana als Champion gut kennst, dann weißt du, dass dieser Gangweg funktioniert. Also dass die Golems quasi eher ein Bouncer sind für Diana, wo sie nochmal drüber jumpen kann. Aber wenn du tatsächlich gegen Diana relativ selten spielst, und ich meine ganz ehrlich, wann spielt man gegen Diana, dann ist das super überraschend für dich. Dann denkst du dir, was der verdammte Hölle passiert hier? Und genau das ist das, worauf diese Champions halt eben auch abziehen. Solche Wards normalerweise eher random. Hier sind sie darauf ausgelegt, weil du aus diesem Busch als Diana sehr, sehr gut hier den Engage fahren kannst, wenn du Vision auf dem Gegner hast. Und dafür ist der Ward da. Ihr könnt normalerweise besser hier stehen als hier, weil der Busch ist relativ oft gewardet. Ja, genau, das ist das Kernprinzip von Diana. Du springst rein und one-shottest einen Gegner. Deswegen ist Electrocutor natürlich auch eine angenehme Variante gegen Tanks oder ähnliches. Also wenn ihr gegen viele Tanks spielt, dann ist es so, dass man Diana auch auf eine Art Bruiser spielen kann, wo du dann tatsächlich Richtung Nashor's Tooth gehst. Ich persönlich picke Diana allerdings immer nur dann, wenn ich sie als diesen Burst-Champion auch tatsächlich ausspielen kann. Weil das jetzt eben aus meiner Sicht die große Stärke von Diana ist und auch etwas ist, was viel weniger leicht zu berechnen ist,
als dieses Bruiser-Bild, wo dann halt immer derselbe durchgängige Damage kommt. Und da ist es ja dann doch so, dass man sich dann ein Stück weit anpassen kann. Protobelt jetzt hier einmal durch. Hab wenig Mana, deswegen ist der Protobelt hier die beste Option. Ich will auch nur noch diese Wave, wunderbaren Golems hier mitnehmen und dann basen. Hätte ich auch einfach für den Turm gehen können. Das wäre fürs Team sogar die etwas bessere Option gewesen in dem Moment. Ich gehe jetzt gleich in die Base, hole mir tatsächlich sofort den Spellbinder komplett. Sehr angenehm. Kombiniere das mit Boots und einem Darkseid. Wie ihr gemerkt habt, habe ich auch schon sehr, sehr lange gestayed. Das Ganze ist natürlich nicht unbedingt notwendig. Die Mana-Kosten von Diana übrigens sehr angemessen. Also es ist so, dass man mit so einem Item-Bild tatsächlich mit Diana aus meiner Sicht klarkommt. Das ist ein bisschen wie mit Morgana, wo ich ja auch lange kein Mana-Item baue, weil ich einfach finde, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Wenn ich für ein Mana-Item auf Diana gehe, dann am liebsten auf Lichbane, weil es wieder diesen Burst-Style nochmal unterstützt. Was allerdings natürlich auch geht, ist, dass ihr sowas wie Ludens geht. Ich finde halt einfach nur, ihr bezahlt ja auch für das Mana. Und aus meiner Sicht braucht man das Mana nicht unbedingt. Damage-Test. Looking good. What the hell? Hat er einfach geultet als Damage? Okay. Man kann das machen. Oh. Gegner haben schon sehr defensive Wards hier stehen. Muss hier niemanden mehr respektieren in dem Moment, weil ich einfach so stark bin, dass ich jeden Gegner One with this one kann. Diana ist auch extrem stark dementsprechend im Split Push, weil natürlich zwar viele Charaktere aktuell auch in der Meta sind, die Split Pushen, aber die wenigsten. Ist wie dasselbe Prinzip, ne? Die wenigsten davon wissen, wie man dagegen spielt. Eine Diana zu chasen ist auch immer etwas, wo man sich fragt, oh, macht das Spaß? Die Antwort darauf ist immer, nein, macht das nicht. Oh mein Gott, ich habe alles daneben geklickt, ne? Krieg ich den Kill trotzdem? Ja. Den Kill kriege ich trotzdem. War natürlich trotzdem terrible gespielt von mir. Meine Idee war, dass ich mit der Ultimate hinter Sona lande und sie dann einfach instant one-shotten kann. Dann wollte ich nah zur Wand, damit ich irgendwie nochmal über die Wall flashen kann. Alter, macht die Jinx Damage, ne? Ist ja illegal. Bootsmäßig gehe ich hier für Magic Pen Boots. Wir haben einen fetten Kartus, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegner irgendwann auf ein Meer gehen, ist sehr, sehr hoch. Aber wir sind auch so früh im Spiel, auch wenn es eigentlich so vorkommt, dass das durchaus möglich ist. Hätte ich hier den Spellbinder aktiviert? Ja. Maybe hätte es nochmal ein bisschen was gebracht. Kann ich mir vorstellen, dass das hier vielleicht tatsächlich das bisschen Damage gewesen wäre, was das Ganze nochmal verbessert hätte. 14% Movement Speed klingt natürlich sehr angenehm. Jenna Flash ready. Okay. Soll Jenna jetzt den Nahen flashen? Ich glaube nicht, dass das der Play ist, der jetzt zum Erfolg führt. Ich finde, im besten Fall würde ich hier in der Nähe vom Kartus jetzt mega oft sein, weil dadurch mein Spellbinder halt einfach komplett eskaliert. Das ist sehr angenehm, wenn man da das Gefühl hat, oh ja, Stacky Stacks. Alter, die Range von den Stacky Stacks ist aber insane. Der hat die Vision. Der kennt allerdings mein Damage nicht. Ach komm. Den gönne ich mir. Das hätte ich wieder besser spielen können. Ich bin ein bisschen geizig immer mit der zweiten Ult, weil ich mir immer denke, ach, vielleicht kann ich es ohne. Aber ich meine, das ist eine Ult mit 18 Sekunden Cooldown, ne? Da muss man eigentlich gar nicht so geizig sein, wie ich es hier die ganze Zeit bin. Aber Vladimir will ich jetzt hier bedrohen, damit er nicht seine Powered Q setzt. Passiert allerdings nicht. Oh, der nächste Damage-Test. So, da muss ich auch gar kein Q vorher setzen. Nimmt man einfach mit. Spellbanner genutzt, um eben die Gap zu closen. Dumm hoher Schaden natürlich hier von Kartus, der allerdings halt eben auf 8-0 steht. Ist ein bisschen schwer natürlich jetzt hier super viel aus diesem Game rauszuziehen. Weil halt eben das Game fairerweise gewonnen war, bevor irgendetwas passiert ist. Vladimir geht auch mal für einen Damage-Test. Kann man machen, muss man aber nicht. Kategorie sollte man wahrscheinlich eher nicht tun. Ah, ich glaube, ich sollte auch nicht in die Base jumpen. Ah, ich wollte ja mit Protobete Kills stealen. Wieder hier für die Sona. Kann man machen, muss man aber natürlich nicht. Ja, ich gehe hier eher raus, ne? Wollte der das gerade auf mich turnen? Krieg nochmal den Kill, hab allerdings kein Mana mehr. Oh. Na gut, ich gehe mal raus. Ich glaube, das ist ein bisschen viel, was ich jetzt hier gerade riskiere. Habe auch meine 10 Darkseid-Stacks mittlerweile natürlich. Ich stelle noch mal ein Ward, damit ich weiß, wenn mich jemand chase, weil ich würde gerne auch den Enemy Blue Buff machen. Der ist nämlich sehr angenehm, wenn man kein Mana mehr hat. Ne? Da kann man auf jeden Fall was machen. Ich habe wieder sehr, sehr viele Stacks auf meinen Spellbanner. Das heißt, mein nächstes All-In wird auch wieder ordentlich klatschen. Level 16 für Diana. Auf jeden Fall nochmal ein Power-Spike, der sich lohnt.
Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen näher ran. Oh, kein Mana mehr gehabt. Allerdings, das Olin trotzdem absolut da. Muss jetzt in die Base. Hab einfach kein Mana, kein Leben, kein gar nichts. Oh, weißt du was? Eigentlich müsste ich in die Base, aber ich kann jetzt mit meinem Protobat auch gerade mal die Wave pushen. Ich meine, ist ja geschenkt. Und dann schnell wieder rein. Ich gehe übrigens hier immer für Ravenous Hunter. Es sind mittlerweile nicht mehr so oft, weil man meistens Ultimate Hunter nimmt, was allerdings auf Nadirna natürlich deutlich weniger effizient ist als auf anderen Champs. Habe jetzt hier meinen Rabanons einfach fertig und das ist natürlich so ein Item, womit man sagt, guten Tag, darf ich bitte einmal alles, was du hast, bürsten? Ja, danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein Gigastomp auf jeden Fall und einer, wo ich sagen muss, wie die... Oh, die gehen für den 2 vs. 5 oder gehen die für den Vector? Och, wie lame. Geht für den Vector. Ah, sie gehen indirekt doch für das Tool, den 2 vs. 5 Moment. Könnt ihr das nicht finishen? Ich würde gerne noch einmal in die Base diven. Let me dive. Ich würde sehr gerne diven. Ich komme. GGWP, meine Damen und Herren. Ja, das war eine weitere Folge Pocket Pick. Schreibt mir gerne rein, was ihr sonst noch so sehen wollt. Ich habe natürlich ein paar Dinge im Kopf, sonst würde ich das Format ja jetzt gar nicht anfangen. Ist natürlich auch wieder eine Abart von durchgequatscht. Ich könnte doch alles darunter packen, aber ich finde einfach, dass es dadurch auch nochmal ein bisschen klarer ist, inwieweit es sich unterscheidet. Ich habe keine Webcam mehr hier, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das war bei der letzten Aufnahme schon so. Gotta fix it. Ach, ich fand den irgendwie witzig, weil er für seinen Damage-Test-Ult gegangen ist. Hätten wir deswegen das Game verloren, hätte ich ihn wahrscheinlich reported statt zu ownern. Aber hey, so ist League of Legends. Und so ist der Jana. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Johnny.